Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Dieses Wochenende wird es wieder ein Power-Leveling-Wochenende geben. Das heißt, wenn ihr euch heute oder morgen einloggt, schaltet ihr dieses Power-Leveling frei und dann könnt ihr das so lange verwenden, bis eine bestimmte EP-Zahl durchs Power-Leveling geboostet wurde. Finde ich auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Ich denke, ich sollte dann auch noch ordentlich wieder hochleveln können. Es sind ja auch, glaube ich, nur noch 3,5 Wochen bis zur nächsten Season. Das heißt, wirklich, wirklich wenig. Und ich fand auch, die Season ging wirklich super schnell vorbei. Immer halt auch mit neuer Map und so erkundet man das Ganze. Heute haben wir auf jeden Fall im Item-Shop von gestern noch den imperialen Sturmtrooper aus der Star-Wars-Reihe. Den bekommt man ja, glaube ich, wenn man das Spiel Star Wars Fallen Order oder wie auch immer genau das heißt. Wenn man das kauft, bekommt man, glaube ich, den Skin hier gratis dazu. Finde ich auf jeden Fall ganz nice, dass so eine kleine Promo eben halt ist. Natürlich nur, wenn man es im Epic Games Store kauft, logischerweise. Dann haben wir als nächstes den Zero Skin. Der ist jetzt tatsächlich das erste Mal wieder drin seit Anfang Chapter 2. Der war ja, glaube ich, die ersten zwei Tage von Chapter 2 im Shop drin und seitdem nicht mehr. Jetzt ist er wieder zurück. Kommt noch aus einem Nullpunkt-Set. Das heißt nochmal so als Erinnerung mit einem schwarzen Loch. Ein bisschen Nostalgie ist das schon irgendwie wieder. Weil es einen schon relativ lang begleitet hat, dieses schwarze Loch. Dann gibt es dazu die Nullpunkt-Lackierung. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Finde ich so mit einer der besten Nullpunkt-Lackierungen. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Da haben wir als nächstes den Tiefseejäger. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin. Passend dem halt so im Taucheranzug Stil. Passt ja jetzt auch mit der neuen Season, wo man schwimmen kann und so. Sieht aber eigentlich ganz nice aus. Dann gibt es dazu die Meeresarsenal-Spitzhacke. Ist einfach ein Torpedo, der hier eingeklemmt wurde und sieht eigentlich auch ganz nice aus. Dann aber noch echt intensiv. Ist ja in Ordnung, der Himmel, wäre jetzt aber nicht mein persönlicher Favorit. Dann die beschlagene Hacke. Nichts wirklich Besonderes. Als nächstes Hüftpfeffer. Auch eigentlich ganz in Ordnung. Dann die Expertin als blauer Skin. Eigentlich ganz nice. Hinten noch mit einem Laptop. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir noch die Fraktalpunktlackierung. Finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Aber ich finde es immer so ein bisschen irritierend, wenn man die Seiten immer so wechselt. Dann bleibt eben halt irgendwie die Animation immer zu einem ausgerichtet. Und das Problem ist auch, dass man die Animation eigentlich auch kaum sehen kann. Also auf der P90 geht das eigentlich noch, aber das meiste wird eben halt häufig einfach verdeckt. Dann sieht es eben nicht ganz so gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch den Scorpion-Skin. Ist in Ordnung, 800 V-Bucks. Geht klar für den Skin, aber wäre jetzt nicht mein Favorit. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.